Hallo, wir gehen heute in die Taverne, um Fähre zu besuchen oder zu sehen oder zu sprechen. Die Drow-Priesterin, glaube ich, die wir gerettet haben. Die wir vor den Gedankenschindern gerettet haben, vor einem schrecklichen Schicksal in ihrer Arena. Ich hoffe, die gibt uns eine tolle Belohnung. Aber wenn du glaubst, dass die mir eine Belohnung gibt, dann hast du nicht aufgepasst. Die Drow glauben nicht an Belohnungen. Die Drow glauben nur daran, dass man Leute, die einem nützlich sind, nicht sterben lassen sollte. Bevor sie aufhören, einem nützlich zu sein. Deswegen erwarte ich hier das Schlimmste. Wo ist sie denn? Da müsste sie stehen. Ja, da ist sie doch. Okay, und Solaufin ist auch da. Oh, jetzt hörst du auf zu sprechen. Jetzt, wo ich auch aufhöre. Du siehst gut aus. Veldrin ist schließlich doch noch eingetroffen, um das Weibchen zu begrüßen, das er so tapfer aus den Klauen der gefräßigen Bestien befreit hat. Ja, denn Solaufin war unsichtbar während dieser Konfrontation. Ja, diesen Dialog mag ich sehr. Oh, ich sprach mit Veldrin, Solaufin. Sollte ich mit euch reden, dann nur um euch zu befehlen, mir die Stiefel zu küssen. Schluckt eure Verbitterung herunter oder ihr werdet eure Zunge verlieren. Ja, also im Moment findet sie mich noch nützlich und all das, aber ihn nicht mehr. Und wir werden jetzt eine Belohnung bekommen. Wir haben Verwendung für euch. Okay, das ist die Belohnung, genau. Bei den Drow überleben nur die Stärksten. Perfekt. Und, jetzt ist die Frage, soll ich da voll mitspielen oder soll ich so tun, als, ich hätte lieber euch. Okay, das ist sehr aggressiv. Ich glaube nicht, dass ich mich sexuell mit ihr etablieren kann. Oder dass das von Vorteil für mich wäre. Also, nach dem Haken fragen, das beweist, dass ich Intelligenz habe. Wir müssen die Gunst verdienen, ja, mit Blut und Opfer. So, mal sehen, was wir jetzt für eine Aufgabe bekommen. Wir treffen uns wieder draußen, okay. Wir treffen uns wieder draußen in wenigen Tagen. Das sind, glaube ich, zwei oder drei Tage haben wir Zeit jetzt, uns hier zu vergnügen in der Drow-Kneipe, in der Taverne oder auch sonst wo. Gerne sonst wo. Hier ist, glaube ich, der Kerl, der uns ein Zimmer vermietet. Vielleicht auch nicht. Vielleicht lüge ich. Ja, der Drow-Wirt, der hat nur königliche Zimmer. Und es gibt hier ein paar Sachen, die man machen kann. Schauen wir uns zuerst mal ein bisschen um. Wer bist du? Nur ein toter Oberwäldler ist ein guter Oberwäldler. Okay. Mach's gut. Wer bist du? Wagt es nicht, Anweisungen der Mutter Oberin in Frage zu stellen? Nee, ich will keine Geschichten erzählen. Ich suche den Kerl, der hier die Kämpfe veranstaltet. Hier gibt's nämlich einen, der Kämpfe veranstaltet. Sieg du. Der Spinnenkönigin. Richtig, das ist der Leiter der Kampfgrube. Hier treten die Mutigen zu Ehren Lolz gegen die gefangenen Bestien an. Und er wird uns natürlich jetzt, ja, ich gehe einfach mal rein. Wir kämpfen gegen was auch immer da in der Gruppe ist. Wir haben nur kurz Zeit, uns da rein zu bewegen. Ich, schau mal, was es ist. Ein Erdkoloss, den schaffe ich doch, oder? Ja, ich kann meine ganze Gruppe auch mitnehmen. Was wir wahrscheinlich gleich machen werden auch. Ah, freie Erfahrungspunkte. Ja. So. Kampfmusik. Ich habe dafür 250 Gold bekommen. Und wir kämpfen jetzt gegen einen Nabassu, einen niederen Dämon. Oh oh, ein glorreicher Kampf. Das ist in der Tat ein glorreicher Kampf. Wer steht hier vorne? Braket ist okay, Braket ist okay. Macht ihn kalt. Zeigt ihm keine Gnade, Jungs. Und Mädels. Ja, ja. Sei still. 16.000 Erfahrungspunkte. So, mal sehen. Es gibt auf jeden Fall noch einen Betrachter, gegen den wir hier kämpfen können. Was haben wir jetzt? Ein Prinz, der Haidämon. Also ein Prinz der Fischmenschen, wie ich sie nennen würde. Dreckige Fischmenschen. Ich hasse sie. Was ist mit dem Schattenverstecken los? Oh, da geht's schon wieder. Gut. Dann wollen wir den doch mal von hinten zerhackstückeln. Da war der Nabassu bestimmt deutlich schwerer. Oh ja. Komm, gib mir die Halskette. Ja, das lief doch gut. 79 Schadenspunkte und tot. Dafür hat es sich nicht gelohnt, zuzuschauen. Mal sehen, wie viel Gold wir bekommen.
750. Okay, der einzige Sklave, der noch übrig ist, den konnte niemand schlagen. Und wir müssen es aus ihm rausprügeln, was es für eine Kreatur ist. Weil er will uns nicht gegen die kämpfen lassen. Ein Augentyrann. Und er wurde noch niemals besiegt. Ein Augentyrann. So, Anomen. Du bist doch mein Augentyrann-Töter. Also, wie wär's? Töte den Augentyrann, während wir alle wegrennen. Oh ja, es ist ein stinknormaler Betrachter. Anomen wird ihn einfach umbringen. Danke des Schildes. Und danach haben wir auch diese kleine Unter-Mini-Quest, mehr oder weniger ein Kneipenspiel, erledigt. Dann haben wir noch eine andere Arena, in der wir gegen Drow kämpfen können. Da freue ich mich aber nicht so fürchterlich drauf. Dann müssen wir mal schauen, wie weit ich da komme. Haha, Anomen. Du bist der Mann. 1000 Goldmünzen. Wunderbar. Es gibt keine weiteren Kampfsklaven mehr. Hey, wie wär's, wenn ich gegen dich kämpfe? Und da rennt er weg. Ja. Ein Männchen mit Selbsterhaltungstrieb. Wunderbar, dann schauen wir mal. Hier gibt es nämlich noch einen Kämpfeveranstalter. Vielleicht bist du das. Trennt sich der eigene Weg vom Vater Königin und des Hauses, führt er okay. Direkt ins Grab. Nein, mit dem wollen wir nicht reden. Hier oben vielleicht. Es gibt ihn und ich werde ihn finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, hoffentlich nicht. Wagt es nicht, Anweisungen der Mutter Oberin in Frage zu stellen. Okay. Vielleicht rede ich nur mit den falschen Leuten. Vielleicht, Trennt sich der eigene Weg vom Vater Königin und des Hauses, führt er direkt ins Grab. Ja, ich hab's genommen. Erzählt mir von euren Heldentaten. Keine Lust eigentlich. Will ich nicht wissen. Ich suche Unterhaltung. Ach, hier, da steht er, ja. Das Offensichtliche nicht sehen. Hier geht's nach oben, da können wir auch nochmal hingehen. Da gibt's auch noch lustige Dinge. Ich glaube, Prostitution und vielleicht ein paar lustige Spiele mit Sklaven. Speichern wir nochmal, ja. Paranoid. Die Duellarena, genau. Führt er direkt ins Grab. Wir schauen uns das Duell mal an. Mal schauen, wer da kämpft. Leo Saar, okay. Da ist ein männlicher Drow, der jetzt drei oder vier sogar von den anderen abmetzelt. Das ist ein harter Knochen, der Kerl. Definitiv. Wobei er ganz schön einsteckt. Also wenn ich mir das so angucke. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ja, ihr armen Drecksäcke hier. Der hat auch ein Riesenschwert. Ich will sein Schwert. Auf geht's. Den fordern wir gleich heraus. Hoffentlich mit Braket. Ich hoffe, das funktioniert. Weil für manche dieser Kämpfe muss man eine bestimmte Klasse haben. Und Braket ist der Kämpferdieb. Und der kann teleportieren, was ihn zu einem Magier macht. Kämpfermagier wahrscheinlich. Nicht Anweisungen der Mutter Oberin in Frage zu stellen. Wir beleidigen ihn. Ja, wir beleidigen ihn. Veldrin, ich werde kämpfen. Ja, jeder kann gegen ihn kämpfen. Nee, ich mach den selbst fertig. Hallo, natürlich. Der hat keine Chance. Stirb. Komm. Oh. Ach du Scheiße. Aber ich treffe ihn auch. Also, das ist gar nicht so schlimm. Ja, schwer verletzt. Er haut mir 24 rein, ich hau ihm 23 rein. Das geht. Ich habe sicherlich mehr Lebenspunkte als er. Ach du Scheiße. Meine Animationen sehen auch ein bisschen verbuggt aus. Er weicht zurück. Mein Schwert ist das eure. Ich verdiene es nicht länger. Ich nehme immer noch Schaden. Ja. Leona ist mein Lieblingsmännchen. Also ich bin jetzt mit seiner Herrin begegnet. Und sie will, dass ich gegen sie antrete, damit sie ihr Männchen rächen kann. Ich bin noch ziemlich verletzt, gute Frau. Könnten wir uns nicht darauf einigen, dass das ein guter Kampf war und es dabei belassen?
Aber ich habe die Heilzauber. Wieso also nicht benutzen? Um es ein bisschen zu beschleunigen, dann steige ich gleich nochmal in die Arena und gucke, ob ich es mit der Frau aufnehmen kann. So. Oh, eine Magierin. Scheibenkleister. Eine Priesterin, um genauer zu sein. Vielleicht eine Priestermagierin, aber sie benutzt hauptsächlich Priesterzauber gerade. Und ziemlich hochlevelige Priesterzauber. Das sind Level 7 Priesterzauber. Schild der Archonen und diese Ketten. Das Kettengedöns, den Klingenwirbel hier. Und Heiligtum. Du Drecksau, jetzt kann ich sie nicht mehr angreifen. Wollen wir doch mal aus der Reichweite rennen und uns vielleicht im Schatten verstecken. Gut. Gib dein Heiligtum auf. Nee, das will sie natürlich nicht machen. Dann verstecke ich mich jetzt im Schatten, wenn es funktioniert. Beziehungsweise mach mich unsichtbar. Und sie beschwört Tiere herbei. Wow. Was eine furchterregende Darbietung. Dann warte ich einfach, bis dein dämliches Heiligtum abgelaufen ist. Und dann kriegst du einen Backstep, gute Frau. Dann kriegst du einen Backstep. Pass auf. Ich ramm's dir rein bis zum Anschlag. Okay. Das war unnötig. Aber es war. Okay, bleib mal hier so stehen. Das sieht ja gut aus. Sie hat ja eine schöne Animation. Und sie hat anscheinend auch eine relativ gute KI. Ich mach mal meine KI wieder an. Damit ich ein bisschen Gruppengespräche bekomme. Sie läuft immerhin rum und sucht mich. Oh oh. Nein. Von hinten. Ja, von hinten. Komm. Lass sie. Die darf sich nicht heilen. Die Tante muss sterben. Ja, und ich wollte ihr Zeugs haben. Scheiße. Ich kann jetzt, glaube ich, reingehen zwischen den Kämpfen und das Zeugs rausholen. Oder auch nicht? Nein. Ich muss es wohl während dem Kampf machen. Dann schauen wir uns doch den nächsten Kampf an. Gibt es noch mehr Forderungen? Für Magier. Jetzt kann ich nur einen Magier benutzen. Als Gegner. Ich habe im Moment keinen Magier, der will. Das ist viel einfacher mit Kämpfermagiern, aber Nalia ist, glaube ich, gut genug ausgerüstet für so einen Spaß. Oder? Was denkst du? Ich denke, Nalia ist gut genug ausgerüstet für sowas. Nalia kann's, ja, Nalia kann ein paar Monster beschwören. Das wird wahrscheinlich reichen. Lasst uns es machen. Probieren wir's. Nalia. Ab in die Grube. Oh oh. Du bist noch hier? Nicht fair. Gut, werfen wir eins von den Dingern. Habe ich schon mal gesagt, dass das nicht fair ist? Gut, dann machen wir die weg hier. Oh oh. Ich hatte mir das besser vorgestellt. Nein! Okay, Nalia ist so tot. Die zwei Bären töten Nalia. Das kann doch nicht wahr sein. Leicht verletzt. Okay, was machst du, Drecksack, da? Ich glaube, ich hol mal meinen Feuerfreund hier, ja. Der muss rauskommen. Na komm, mach ihn. Das hat zu lange gedauert. Die Bären haben mich ja total fertig gemacht in der Zwischenzeit. So, mal schauen. Der Todeszauber, den habe ich doch noch, oder? Oder auch nicht? Nee. Gut. Immerhin, der macht was. Der macht was. Mein Djinn macht was. Mein Ifrit. Ja, das ist das Problem bei reinen Magiern gegen Drow. Ich brauche gar keine Zauber auf ihn zu zaubern. Der hat sowieso Magieresistenz. Und ich leider nicht. Ja, ja, schießt du nur auf mich. Mein Djinn wird's schon richten. Hoffentlich. Mein Ifrit. So, du musst jetzt nochmal eins drauf bekommen. Da ist magische Geschosse sind relativ gut, um Zauber zu unterbrechen, weil bei denen natürlich die Magieresistenz einzeln abgefragt wird pro magisches Geschoss und dann hat man eine höhere Chance, dass wenigstens eins davon erfolgreich durchkommt.
So, da unten geht's weiter. Höhlenbär bekämpft Ifrit. Ja. Fürchterlich. Fürchterlich. Also mit Anomen, wenn es ein Priester wäre, mein Gegner, würde ich gut durchkommen, weil Anomen kann so ziemlich jeden umhauen, auch im Zweikampf. Aber ich glaube, die nächsten Kämpfe sind wieder Magierkämpfe. Und die werden schwerer. Komm, noch eine Heilung. Was hast denn du noch auf dem Lager? Du hast die Spinne noch auf Lager, okay. Die Spinne ist natürlich auch nicht schlecht. Die Spinne ist nicht verkehrt. Dann gucken wir mal nächstes Mal, ob ich das weitermache.